Mein Name ist Philipp Spitzer, bin 24 Jahre alt, arbeite seit 2010 bei der Firma Goth und habe hier 2014 erfolgreich meine Ausbildung als Elektroniker für Automatisierungstechnik abgeschlossen. Ich habe mich für den Beruf des Automatisierungstechnikers entschieden, weil mich automatische Prozesse schon lange interessiert haben und auch in der Schule das Thema Elektrotechnik immer mein meistes Interesse hervorgerufen hat. Mein Tagesablauf sieht so aus: Ich bekomme von meinen Ingenieuren einen Plan mit meinem Auftrag, wo Schrankabmaße schon beigefügt sind. Hier haben wir ein Beispiel, wo dann hier die ganzen Betriebsmittel und die Kanäle und der Aufbau von mir angefertigt wird und in mehreren Tagen wird dann dieser Schrank hier fertiggestellt. Die Ausbildung zum Elektroniker für Automatisierungstechnik dauert 3,5 Jahre. Und zum Ablauf, man wird im ersten Jahr wenig mit Elektrik zu tun haben, eher mit Schlosserarbeiten, mechanischer Arbeiten, um das ganze Handwerk zu verstehen. Und ab dem zweiten Lehrjahr geht man dann in die Elektronik, in die Automatisierung tiefer ein. Für die Ausbildung braucht man einen mittleren Schulabschluss. Man sollte Verständnis für Mathematik und Physik mitbringen und auch Interesse an der Elektrotechnik. Meine Arbeitszeit ist von 6 bis 14.30 Uhr geregelt, freitags bis 11.15 Uhr. Und die Arbeitsorte befinden sich meistens hier in der Wittestraße in der Werkstatt, wo die Anlagen gefertigt werden, oder auch bei den Industriekunden vor Ort, wo die Anlagen dann aufgestellt werden. Der Verdienst ist von Firma zu Firma unterschiedlich. Das kommt auf die Größe an. In mittelständischen Unternehmen, wie wir es sind, verdienen wir im ersten Jahr 750 Euro, im zweiten 800 Euro, im dritten 850 Euro und im vierten 890 Euro brutto. Mir hat in meiner Ausbildung sehr viel Spaß gemacht, mit den Kollegen zu arbeiten. Ich habe sehr nette Kollegen, sehr freundliche Kollegen gehabt. Und ich habe auch sehr viel selbst machen dürfen. Man hat mich viel machen lassen, wo ich sehr viel gelernt habe. Und auch die ganzen Montagearbeiten auf den Baustellen oder auch in der Werkstatt haben mir sehr viel Spaß gemacht. Das Schöne am Elektroberuf ist, dass es zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Den Meister, den Techniker oder das Studium. Ich habe mich für den Techniker entschieden, den ich an der STB in Berlin seit 2,5 Jahren verfolge.